Emanuel Peter, Samstag geht es wie schon am Freitag gegen Fribourg, diesmal daheim. Was macht für euch Unterschied, ob ihr daheim oder auswärts mitspielen? Ja, grundsätzlich nicht, aber natürlich sind die Fans die heilen Leute, sind mehr hinter uns. Wir haben, spielen vielleicht ein bisschen offensiver, ein bisschen attraktiver, aggressiver auch. Und ich glaube, wir haben gestern Abend gesehen in Fribourg, dass wir ein bisschen mehr Emotionen zeigen müssen, um so ein Spiel auch heimzubringen. Und das hoffe ich, dass wir heute Abend das zeigen können. Ja, 5:1 ist es verloren gegangen. Ihr habt am Anfang dominiert und nachher hinten dran kassiert. Was müsst ihr besser machen das mal? Ja, das ist so. Wir sind eigentlich echt gut ins Spiel gestartet, haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Aber unsere Goal nicht gemacht im Powerplay, Strafe bekommen, Goal bekommen im Boxplay. Und das mag es natürlich nicht leiden gegen das Fribourg, das angeschlagen ist und dann so Selbstvertrauen kann tanken. Das ist halt zu viel gewesen, was wir denen gegeben haben. Wir haben aus recht vielen Chancen eigentlich weniger Ertrag können daraus holen. Sind die ja zu nervös vor dem Goal? Muss man da etwas verbessern? Nein, ich glaube nicht. Das war auch ein Stück weit ein Pech gewesen. Wir können das 3-2 schiessen, 10 Minuten vor Schluss. Wenn der hier geht, dann sieht das Spiel auch noch mal ganz anders aus. Nachher muss es ein bisschen aufgehen, das wird auch nicht passieren. Aber ich glaube, wir müssen alles glauben und das sind auf einem guten Weg, so wie wir gespielt haben. Momentan ist zwischen euch und Fribourg 10 Punkte Unterschied. Der 8 platziert Genf sind, so viel ich weiß, 7 Punkte Unterschied. Wie sieht das für euch aus? Glauben die an Playoffs dran oder sind ihr schon in den Playoffs? Nein, also wir haben immer gesagt, unser Ziel sind Playoffs. Wir sind auf dem Kurs. Wir müssen uns nicht vormachen, es wird hart. Aber ich glaube, wir sind wirklich auf dem richtigen Weg, um die Playoffs zu schaffen. Und jeder glaubt daran und für das kämpfen wir jeden Abend. Okay, merci vielmals. Viel Glück am Samstagabend. Merci vielmals.